Ja, herzlich willkommen, liebe Schachfreunde. Die DRK auf Hetz Aachen hat eingeladen zur Schachbundesliga und das erste Spiel, erste Partie ist schon für mich ausgegangen. Und bei uns ist GM Falco Villos und GM Dieter Livio Nisipiano. Und die werden euch jetzt durch die Partie begleiten. Erstmal, was habt ihr für eine Öffnung gespielt? Also ich habe mit D4 begonnen. Ich habe mich nicht so richtig gut vorbereitet auf meinen Gegner. Ich habe eigentlich mit Almaschi gerechnet. Es kam dann D5. Ja klar, ich hatte auch. Ich wusste nicht, gegen wen ich spiele. Ich habe einfach eine Nebenvariante, nicht Nebenvariante, die Variante, die ich gespielt habe mit A6, ist eigentlich ziemlich jung oder neu. Ja, es gibt nicht so viele Partien, aber jetzt spielen schon fast alle Topspieler das. Ja, es sieht sehr komisch aus, hier so einen Bauernzug am Rande zu machen, aber Schwarz droht jetzt D schlägt C4 und mit B5 den Bauern zu verteidigen. Ja. So dass jetzt weiß, irgendwas machen muss. Und auch der Unterschied zwischen Slawisch ist, dass jetzt E4 eigentlich kritisch ist und mit A6 geht E4 gar nicht wegen Nehmen und Schach. Da spürt man, der Unterschied ist gut für Schwarz. Also, dass man in gewisser Weise erzwingt dann Schwarz einen Tausch im Zentrum, wodurch der Läufer auf C8 jetzt frei wird. Gut, ich habe Läufer F4 gezogen. Ja. Es gibt auch Dame B3, Springer F3, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ja, die Stellung ist einfach nicht so analysiert wie die anderen Hauptvarianten. Und es gibt noch Raum für Kreativität und für Spielen. Ja. Gut, es kam Springer F6, E3. Und wir haben jetzt hier so eine sogenannte Kasparder Struktur. Und Weiß versucht normalerweise an dem Damenflügel zu spielen. Oder E4 durchzusetzen, was aber hier relativ schwierig wird. Und Schwarz versucht eigentlich so mehr die wichtigen Figuren abzutauschen. Erstmal kam Läufer D6, ja. Ich habe geschlagen, Dame schlägt D6. Und die strategische Drohung von Schwarz ist jetzt Läufer F5 zu spielen, um auch noch den Läufer abzutauschen. Ja, wenn Schwarz eigentlich, das ist das Problem der schwarzen Stellung, wenn Schwarz den Läufer irgendwie abtauscht, auch gegen Springer ist okay. Gegen Läufer oder gegen Springer sollte Schwarz strukturell okay sein. Genau, deswegen kam bei mir jetzt Läufer D3. Hochader. Ja, und wenn ich jetzt mich normal entwickelt hätte mit Springer F3, dann hätte Schwarz sein Problem lösen können mit Läufer G4 und Läufer schlägt F3. Das ist einer der Fälle, wo der Läufer schlechter ist als der Springer. Deswegen habe ich hier H3 gespielt. Ja, ist auch der kritische Zug bestimmt. Ja. Jetzt habe ich B6 gespielt. Gut, wenn der Läufer nicht auf die Seite kann, dann kommt er eben nach B7. Ja. Springer F3, C5, Rochade. Und für Schwarz wäre es eigentlich sehr wünschenswert, hier C4 zu spielen, Läufer C2. Und dann mit B5, Läufer B7 Raum zu gewinnen. Allerdings hier kann ich konkret nach C4 E4, mit E4. Das ist recht unangenehm. Ja. C schlägt E5 und dann ist die Struktur ganz schlecht für Schwarz. Auf einmal ist der Läufer. Also meine Figuren stehen ja noch auf der 8. Reihe. Wenn das Zentrum oder die Stellung sich so öffnet, dann spürt man, dass man Springer B8, Turm A8 hat. Und dann das kann schief gehen. Also okay, Läufer B7 ist. Ja, und dann, jetzt droht in gewisser Weise C4, deswegen habe ich B3 gespielt. Und Schwarz kann jetzt seine Entwicklung beenden mit Springer BD7. Ich habe Turm C1 gemacht. Turm E8 ist auch ganz normal. Ja. So, und jetzt ist es aber auch für Weiß nicht ganz so leicht, Fortschritt zu machen im Zentrum. Was sind die Pläne hier für Weiß? Ja, das ist immer eine gute Frage. Weiß will immer diese Bauern drücken, irgendwie sagen wir, wenn Weiß so etwas. Oder die Dame nach B2, ich weiß nicht. Und dann, und dann irgendwie den Läufer zurückziehen und vielleicht irgendwann droht, schlägt und E4 oder solche Dinge. Ja. Schwarz hat irgendwann auch nicht so viele Züge. Also du spielst alles im Zentrum und vielleicht die Dame kann auch auf A3 manchmal auftauchen. Und ja, es ist an sich eine sehr komplexe Stellung. Ja. Und im Wesentlichen gibt es immer zwei Strukturen, die entstehen können. Zum einen nach D schlägt C, B schlägt C mit den hängenden Bauern. Dann droht D5, D4 und der weiße König ist unter Beschuss. Auf der anderen Seite können die Bauern auch schwach werden. Und die andere Struktur ist diese Struktur mit dem Isolani auf D5. Die ist eigentlich die Struktur, die Weiß haben möchte, weil dann hat Schwarz den schlechten Läufer
Und ja, das kann man dann ewig probieren mit Weiß. Ist nicht unbedingt super schlimm für Schwarz, aber einfach ein bisschen unangenehmer. Deswegen habe ich Dame E2 gemacht, um die Entwicklung des Turms zu verhindern, weil der Bauer A6 jetzt doppelt angegriffen ist. Ja. Und ja, okay. Hier habe ich B5 gespielt, was positionell natürlich riskant ist, weil okay, du stellst noch einen Bauern auf ein weißes Feld und ja, jetzt passiert wenn es genau nicht dann taktisch klappt, dann kann es auch ganz schlecht für Schwarz sein. Oder nicht ganz schlecht, aber ja. Jetzt ja, es muss ist, Weiß hier. Es ist strategisch natürlich jetzt sehr riskant für Schwarz. Schwarz droht C4. Ja. Ich muss jetzt schlagen, Springer C5 und jetzt habe ich eigentlich die Struktur, die ich haben möchte mit Weiß. Allerdings ist in dieser konkreten Stellung meine Koordination besonders schlecht. Also eigentlich hätte ich gerne den Springer hier, die Dame auf keinen Fall auf E2, wo sie vom Turm da ein bisschen unter Druck gesetzt wird. Ja, deswegen habe ich mich jetzt hier zu Springer D4 entschieden, um auf jeden Fall zu verhindern, dass D4 kommt. Und falls jetzt B4 käme, dann spiele ich Springer A4. Das sieht erstmal sehr hässlich aus, weil ich mir selber einen Doppelbauern verpasse. Aber zum einen ist der Springer auf C5 ziemlich stark gewesen und zum anderen kann ich jetzt mit A5 versuchen, den Bauern auf B4 zu entwurzeln. Ja, und der Läufer auf B7 ist sehr schwach. Ja. Ja. Schwarz kann nicht A5 gegen Springer B5, genau. Springer C7. Und Springer B5, Springer C7. Ich schaffe das nicht. Weiß kann auch auf den B4er drücken. Also die Stellung gefiel mir nicht. Ja, deswegen kam hier Dame B6. Ja. Drückt ein bisschen noch mehr auf D4. Ja. Ja, und ich habe jetzt hier nichts anderes gesehen, außer selbst B4 zu machen, weil sonst droht einfach aus schwarzer Sicht B4. Schwarz wäre dann von B4 spielen und wenn ich mit A5 den schaffe, ich glaube, das sollte okay für Schwarz sein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas gespielt hätte, können wir B4, Springer sagen wir hier hin, dann kann schon A5 kommen oder erst schlagen und A5, das ist auf jeden Fall kein Problem. Das ist sehr, sehr angenehm für Schwarz. Also ja. Das Feld C3 ist auch ziemlich schwach, also der Springer kommt ganz schnell. Deswegen habe ich B4 gemacht. Ja, B4. Und Schwarz spielt Springer E6, weil er möchte ja D4 durchsetzen, um seinen Läufer zu befreien. Ich kann jetzt auch nichts anderes machen, ich muss schlagen. Turm schlägt, erneuert die Drohung, D4. Ja, würde Weiß zum Beispiel zwei Züge hintereinander machen, würde die Stellung für Schwarz positionell ganz schlecht sein. Also das ist eigentlich fast das Maximale, was Weiß kriegen kann. Springer auf D4, das Loch auf C5, also ist es schon. Ja. Ich habe strategisch verloren. Wahrscheinlich eine blöde Frage, aber was wäre denn, wenn der Bauer geschlagen hätte? Ach so. Ja, das F schlägt, ja. Das ist ein kritischer Zug auf jeden Fall. Also ich wollte in der Partie A4 machen, weil ich muss jetzt schnell spielen als Weißer, weil sonst kommt E5, D4. Ja, wegen A4 habe ich das nicht gespielt. Und ich hätte jetzt hier den Bauern geopfert. Ja. Und Springer C5. Und Springer C5 und Weiß hat, ich denke, ausreichend Kompensation. Ja, klar. Also es ist vielleicht sogar einfacher, mit Weiß diese Stellung zu spielen, was im praktischen Sinne auch wichtig ist. Ja. Also darauf hätte ich jetzt gehofft, hätte ich mich gefreut. Ja. Deswegen kam auch Turm schlägt E6. Dame D2 und Schwarz hat jetzt trotzdem D4 gemacht, weil wie gesagt, er darf nicht Springer E2, Springer D4 zulassen. D4 opfert jetzt einen Bauern, dafür ist der Läufer auf B7 frei. Aber jetzt frei. Stehen alle schwarze Figuren sehr harmonisch auf einmal. Ja, Turm D8. Ich habe keine schlechte Figur mehr, der ist jetzt nicht mehr so schlecht. Hat die offene Diagonale. Ja, und das zwingt mich auch jetzt alles ein bisschen zur Passivität. Ja. Wenn ich jetzt auf intelligente Art und Weise den D4 verteidigen möchte, funktioniert das leider nicht. Weil Schwarz dennoch schlagen kann und auf Läufer schlägt H7. Ich habe nicht wirklich gehofft, dass König H7, Dame D4, kommt Turm E1 Schach. Dieser Trick ist vorbei. Also, das wollte ich natürlich nicht. Deswegen muss ich den Bauern mit Springer E2 decken und der Springer ist natürlich jetzt maximal passiv, weswegen Schwarz ausreichend Kompensation hat. Läufer E4. Ja, ich dachte, den abzutauschen ist macht Sinn. Das schwächt den Springer auf E2 noch taktisch. Und ich sehe nicht, wie Weiß weiterkommt. Ich habe jetzt normale Züge gemacht, das hat mich aber nicht so richtig weitergebracht. G6. A3, das ist okay. Ja. Jetzt habe ich einfach genommen und Turm E4 gespielt.
Schwarz droht einigermaßen. Es droht gar nichts. Aber irgendwie der Plan ist Dame E6 oder König G7, H5. Schwarz hat Züge und Weiß. Ja. Weiß klebt an dem D4er. Also so ein Zug wäre zum Beispiel egal. Ja. Also mit solchen Zügen habe ich gerechnet, aber da kommt Dame E6. Und jetzt ist das Feld hier schwach. Und Schwarz kriegt Gegenspiel und das, ich glaube, ja, eigentlich ist Grund für Sorge. Ja, es ist nicht besonders schwierig für Schwarz, diese Stellung zu spielen. Ja. Gut, Weiß kann natürlich, ja. Weiß hat mehr Bauern. Es ist klar, dass Weiß nicht schlechter stehen, ja, kann. Ja. Also ich habe jetzt nur sowas gesehen, Dame, ja, F3. Hier wurde die Partie jetzt Remis, ja, gegeben. Nach Dame F3 hatte ich gehofft, oder das war, den, ja, Zug, ja, hätte ich, ja, jetzt vielleicht ausgeführt auf Dame E6, weil hier habe ich noch diesen Trick nach Springer G3, Turm schlägt D4 und jetzt Turm E1, ja, und dann Turm C6 und Weiß steht besser. Ja. Allerdings muss das Schwarz natürlich nicht Schwarz machen. Schwarz kann ja einfach Turm E8 spielen. Ja. Genau, sondern hier Turm, ja, E8 und gewinnt den Bauern auf D4. Mit völligem Ausgleich. Ja. Ja, gutes Bauern, ja, einfach. Ja, es, ja, ist auch typisch. Also, ja, es war nicht. Und Schwarz musste es auch spielen, auch wenn sich Schwarz verrechnet hat, was jetzt nicht der Fall war. Ich habe, ja, das gesehen. Ja, wenn man die Stellung hat, man muss einfach D4 machen. Ja. Also, ja. Okay, ja, ja. Super, danke. Ja. Ja.